Der Finn macht Marinera Paraguaya. Hallo zusammen, letzte Woche hat der Finn ja Paraguay gezogen. Darum machen wir heute Marinera Paraguaya. Zuerst aber zieht der Finn das Löschen für nächste Woche. Da freuen sich sicher viel drüber. Kosovo. Beim Kosovo würde ich mich übrigens freuen, weil da findet man immer nur Rezepte, wo alle können. Wenn man irgendjemanden, wo man folgt aus dem Kosovo, ein richtig authentisches Rezept geben könnte, dass ich das nachkochen und auch nicht zeigen. Noch nebenzu, finde seine neue Frisur. Ist wieder ein Werk von seinem Bruder und der Freundin von seinem Bruder. Der Finn hat das so wollen. Ich finde, es sieht noch fetzig aus. Jetzt aber zum Marinera Paraguaya. Das ist ein Gericht, das kann man mit jeder Sorte Fleisch machen. Oder auch mit Fisch. Sie machen es auch mit Gemüse. Wir nehmen jetzt Schweinshoft. Wie gesagt, man kann mit Bulli oder mit Kalb nehmen. Etwa 600 Gramm für 4 Personen. Ja, jetzt 8 dünne Plätzchen geschnitten und die immer noch schön dünn klopfen. Dann würzen wir sie beidseitig schön würzen. Salz und Pfeffer. Anstelle Salz und Pfeffer nehmen wir, wie immer, Schiesspulver von Bünzli Gewürz. Dann nehmen wir den Saft von einer Zitrone, geben das in eine Schüssel. 50 ml Apfelessig dazu. Ja, drei. Und 5 gepresste Knoblauchzehen. Und das Ganze dann schnell verrühren. Dann werden wir das Fleisch drinnen marinieren. Der Wein hat es jetzt noch etwas abgedrückt, dass die Marinade ein bisschen oben aufschwimmt. Jetzt werden wir es abdecken und über Nacht in den Kühlschrank stellen. Zwischendurch habe ich im Kühlschrank vorbeilaufen und daran denken, dass ich es mal drehen und kehren, dass immer gleichmäßig mariniert ist. Dann nehmen wir ein Ei in eine Schüssel, nehmen 100 Gramm Mehl, geben Weissmehl, geben das dazu. ml Milch. Und ein halbes Teelöffel Salz. Und dann rühren wir das mit dem Schwingbesen rühren, bis schön klumpenfrei ist. Immer mit der anderen Handschüssel haben, sonst fliegt sie davon. Dann rühren wir ein bisschen Öl in einer Bratpfanne erhitzen. Das Fleisch nehmen wir aus der Marinade, noch ein bisschen abtropfen und dann nachher durch den Teig ziehen. Ja, durchziehen. Nein, durch den Teig. In die Pfanne rein tun einlegen, dass sich der feine Finger nicht verbrennt. Durchziehen, schnell ein bisschen abschlagen auf der Seite. Und dann wollen wir es 3 bis 4 Minuten pro Seite ausbraten. Und fertig ist unser Marinera Paraguaya. Wir wünschen einen guten zusammen. Übrigens klassisch mit Salat serviert.